Ein Schlüssel. Sie sieht gerade nicht so begeistert aus. Okay, ein weiterer Raum erledigt. Mal sehen, was als nächstes kommt. Jetzt kommen wir zur Leiche. Ach, nein. Was ist los? Es ist wirklich nichts. Ich bin nur kein großer Fan von Spiegeln und es gibt hier so viele davon. Sollen wir aufhören? Wir können jederzeit aufhören. Ich habe nichts dagegen. Nein, 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 mir geht es gut. Vielen Dank. Okay, sie hat auf jeden Fall ein Feuerzeug. Wir haben hier irgendwie was rumgekritzelt. Hier, das sieht aus wie ein Kerzenhalter. Er ist auf den Tisch geklebt. Ich schätze, wir müssen ihn hier verwenden. Okay. Gut, hier ist irgendwas raufgemalt. Vorsicht, ist das Blut dran? Ich glaube, das ist nur rote Farbe oder Plastik, das wie ein Spiegel aussieht. Siehst du, die Kanten sind spitz, aber nicht scharf. Oh, in Ordnung. In diesem Fall sollten wir wahrscheinlich die fehlenden Teile finden. Genau das war auch gerade das, was ich gedacht habe. Super. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich die Kerze. Sieh mal, dass das Spiegel anhaust, beschlagen sie. Okay. Ja. Ich sollte mir das vielleicht aufschreiben, oder? Irgendwie. So. Bin mir sicher, dass es dir gut geht. Du siehst blass aus. Ja, es tut mir leid. Ich habe nur eine lange Zeit damit verbracht, mein Spiegelbild auszuweichen. Ich möchte dir wirklich weitermachen. Es ist gut, sich deinen Ex zu stellen, oder? Natürlich, sag einfach Bescheid, wenn du etwas brauchst. Also, wir müssen hier runter. So, hier müssen wir runter. Zwei beiseite. Zwei beiseite. Dann müssen wir zwei nach oben. Zwei nach oben. Dann müssen wir die drei nach unten. Eins, zwei. Oh, warte, sind das vielleicht die Hände? Warte mal, dann hier. Da. Zwei nach oben. So. Ein direkt daneben. Upp. Ah, okay. Dann ein gleich darunter. Dann den nach oben. Ecke und zwei weiter. Ecke und zwei weiter. Ah, okay. Gut. Eine Kerze. Toll gemacht. Das war eine harte Nuss. Ja, es war schwierig, sich an alle Stellen zu erinnern. Was ist da drin? Eine Kerze, siehst du doch. Du siehst es doch, es ist eine Kerze. Du musst garantiert angezündet werden, dann muss das Blatt da garantiert rüber gehalten werden. Ja. Wow, das ist so cool. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was steht auf dem Zettel? Warte. Ich glaube, ich wurde vergiftet. Jetzt bleibt mir keine Zeit mehr. Sie wollen den Zauberspiegel. Ich vertraue nur dir, aber beeil dich. Klingt, als hätte sich unsere mysteriöse Magierin in Schwierigkeiten gebracht. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Okay. Was? Ach so. Eins. Warte mal, wo ist die zwei denn? Zwei, drei. Super, hier sind die restlichen Spiegelscherben, die wir wahrscheinlich hierfür brauchen. In Ordnung, wir haben alle Scherben und müssen sie jetzt nur noch zusammenfügen. Okay.
Also, wenn das okay ist, überlasse ich dir die Führung. Ich denke, ich werde da drüben weitersuchen. Sicher, ich mache das. Ich bin ein Meisterpusser. Ich mache sowas die ganze Zeit mit meiner Enkel. Mit meiner Enkelin? Sie liebt Rätsel. Also, als sieht sie noch gar nicht aus. Kann man die drehen? Okay, die kann man nicht drehen. Nee, ich glaube, das ist nicht das A. Wenn hier alles hier so durcheinander wäre. Okay. Das könnte vielleicht das I hier oben sein. Dann das hier ran. Das A. Wo könnten wir den Rest von A finden hier? Oder Rest von E würde ja vielleicht auch noch gehen. Wollen wir denn hier E? Ja, das sieht aber nicht wie ein E aus. Das hier könnte erstmal Rest E sein. So, jetzt brauchen wir eine sehr, sehr spitze Spitze. So. Sehr spitze Spitze. Nee, das passt aber. Ich meine, das passt zwar damit überein, aber hier unten bin ich. Achso, doch, passt. Aber bist einer dazwischen. So, du dahin. Dann packen wir euch mal eben kurz ein bisschen beiseite. Du passt da nicht rein. Ach, du bist hier das A. Du hast hier irgendwie ein E. Das ist auch irgendwie so ein E oder so was. Ah, dahin. Gut. Denn du dahin. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Wo kannst du denn hinkommen? Ach, hier ist ja noch einer. Ah, du bist das Teil, okay. Du könntest das hier sein. Vielleicht ein bisschen anders hingepackt. Okay, du bist da oben die Ecke. Du könntest die Ecke hier sein. So. Du bist die Ecke. Und du bist die Ecke. So, super. Steve, ich glaube, ich habe das Puzzle jetzt fertig. Hä? Ich. Oh, ja, großartig. Oh, Kirsten, Achtung. Was? Weiß Blut, es ist. Außer der Farbe sehe ich nichts. War es das? Oh, ich schätze, es war nur Farbe. Kirsten, es tut mir so leid. Dieses Spiel fängt an, mich nervös zu machen. Das ist okay. Bist du bereit, hier fertig zu werden? Ich glaube, wir sind ziemlich nah am Ende. Mach weiter. Ich schaffe das. Ich glaube, ich muss mich nur konzentrieren. Okay, wir haben hier Wasser, Wind, Feuer, Blitz. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Wasser, Wind, Feuer, Blitz. Alles klar. Boop. Er muss ein Zauberspiegel aus der Notiz sein. Das macht ihn magisch. Was glaubst du? Lass es uns herausfinden. Also, Wasser. Wo haben wir hier Wasser? Das sieht eher aus wie Feuer. Also, Wasser. Dann haben wir hier dieses Windzeichen. Feuer und Blitz. Das ist nur der einfache Blitz. Okay. Also der Blitz ist es auf jeden Fall nicht. Also Wasser. Wind. Anderen Wind haben wir hier auch gar nicht, ne? Feuer und Blitz. Okay. Super. Es ist ein Spiegellabyrinth. Bist du dabei, Steve? Oh, ja, lass es uns tun. Okay, lass uns gehen. Ich bin sicher, dass es ein letztes Stück, ein großer Escape Room. Gut, es sieht so aus, als müssen wir durch das Labyrinth folgen, um herauszukommen. Kinderleicht. Richtig kinderleicht. Aber alles sieht gleich aus. Versuchen wir uns an die Karte zu halten. Die Spiegel sollen uns ablenken. Richtig, danke, Kirsten. Wofür? Dass du dem Date zugestimmt hast. So selbstverständnisvoll, ja, verständnisvoll bist und
dass du Spaß mit mir haben möchtest. Es ist schon eine Weile her, dass ich jemanden sprechen konnte, mit jemandem Spaß haben konnte. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Okay. Ja, wir müssen immer geradeaus, glaube ich. Dann müssen wir da lang. Dann sind wir jetzt hier. Hast du das gesehen? Was? Wo? Bring mich nicht durch den Tüdel, Kerl. So. Dann müssen wir da lang. Jetzt sind wir hier. Dann sind wir da. Dann sind wir jetzt. Das war es wieder. Ich glaube, jemand ist hier drin. Es sah so aus, als. Aber das kann nicht sein. Ich habe niemanden gesehen, aber ich werde die Augen offen halten. Wo sind wir denn? Oh nö, wo sind wir denn hier? Ich glaube, wir sind da. Au. Uff. Das tat weh. Oh, bist du in Ordnung? Ja, mein Ego ist jetzt mehr verletzt als alles andere. Also, wo sind wir? Wir sind wahrscheinlich hier. Würde ich jetzt sagen. So. Dann sind wir jetzt hier, dann müssen wir darum. Dann müssen wir jetzt geradeaus. Geradeaus. Dann sind wir jetzt hier, dann müssen wir da lang. Jemand ist da, ich habe es gesehen. Er war es. Ich habe ihn gesehen. Wen? Ich sehe immer noch niemanden. Bist du in Ordnung? Wir müssen laufen, wir müssen uns finden. Wir sind fast draußen. Lass uns weitermachen. Ja, aber wo sind wir denn? Müssen wir jetzt da lang? Geradeaus? Geradeaus? Au. Nein, jetzt sind wir irgendwo falsch abgebogen. Oder müssen wir. Ich weiß nicht, wo wir sind. Oh Gott. Ja, weil die immer dazwischen labern. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ja. Okay, wir sind in irgendeine Sackgasse reingeraten. Okay. Also, wir sind jetzt auf dem Rutenfeld. Wir müssen geradeaus. So, dann müssen wir hier hin. Dann müssen wir dahin. Dann sind wir hier. Ja, jetzt laber mich nicht wieder die Tasche voll. Zwei nach vorne. So, jetzt müssen wir dahin. So, dann sind wir hier. Dann müssen wir ein weiter. Dann müssen wir nach da. So, jetzt hör auf mich dich zu texten. Müssen wir rüber. Eins. Wo sind wir denn? Oh Mann. Das kann doch nicht sein. So. Jetzt sind wir hier. Dann müssen wir da lang. So, dann müssen wir da lang. So. Zwei nach vorne. Eins. Zwei. Dann sind wir jetzt hier. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir ein nach vorne. Ein zur Seite. Ein zu dieser Seite. So, dann sind wir hier. Jetzt sind wir da drinne. Warum sind wir denn jetzt da drinne? Okay, warte. Wir schaffen das. Okay, wir schaffen das. Ein nach vorne, ein zur Seite. Ein dahin, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir eins. Jetzt sind wir hier. Zwei. Jetzt müssen wir nach da. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir ein nach oben. Ein nach da. Ja. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt müssen wir hier wiederum. Jetzt sind wir da. Zwei nach vorne. So, jetzt müssen wir darunter. Jetzt sind wir hier.
müssen wir. Ja. Müssen wir da lang. So. Eins. Zwei. Nee, jetzt sind wir wieder da hinten in der Sackgasse. Wieso sind wir denn jetzt da hinten schon wieder in der Sackgasse reingekommen? Das kann doch nicht so schwierig sein. Verdammt. So, jetzt sind wir hier. Gut, wir sind hier. Eins, zwei. So, jetzt gehen wir hier rum. Dann sind wir hier. Dann können wir ein weiter nach vorne. Dann sind wir da. Dann müssen wir hier hin. Dann sind wir hier. Dann müssen wir uns einmal drehen. So, dann sind wir hier. Dann müssen wir uns einmal drehen. Dann sind wir hier. Richtig? Eins, zwei. Dann müssen wir hier sein. Dann müssen wir rechts rum. So. Dann müssen wir links und links. Dann sind wir jetzt hier oben. Dann haben wir hier ein. Dann müssen wir eigentlich dahin. Und dann müssen wir dahin. Oh Gott sei Dank. Ciao, das ist das Ende. Oh Gott sei Dank. Lass uns abbauen. Was ist jetzt denn schon wieder passiert? Ein tolles Ergebnis. Ihr habt mit 13 Minuten übriger Zeit geschafft. Das ist toll. Vielen Dank. Kein Problem. Und tut mir leid, dass ich rausgesprungen bin und euch erschreckt habe. Schon in Ordnung. Du musst wirklich geschockt gewesen sein. Ich hatte hier noch nie jemanden, der mich fast angegriffen hätte. Ja, nun, es soll doch hier gruselig sein, richtig? Ist dein Gesicht in Ordnung? Du bist ziemlich hart gegen die Wand gerannt. Ja, ich bin in Ordnung. Kannst du es eine Minute geben? Oh, richtig, natürlich. Nehmt euch Zeit. Kissen, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es sind nur all diese Spiegel und ich wollte wirklich einen guten Eindruck machen. Steve, es ist schon in Ordnung. Mein Name ist nicht Steve. Ich meine, rechtlich ist er es schon, aber in Wirklichkeit heiße ich Julian. Ich bin Julian. Hi. Ich habe viel emotionales Gepäck. Ich habe ein schweres Trauma durchgemacht und versuche es abzuschütteln, aber es verfolgt mich immer noch. Wir könnten darüber reden, wenn du möchtest. Bis jetzt war alles wirklich sehr nett. Es würde mir gefallen, wenn du dir sicher bist, dass alles okay für dich ist. Na sicher, und weißt du, ich habe mein eigenes emotionales Gepäck. Mein Name ist Emery. Lass mich raten. Enkelin? Ja. Woher weißt du das? Du hast sie vielleicht ein paar Mal erwähnt. Ach, habe ich das? Tut mir leid. Sie ist irgendwie immer mein Gedanken, seit ihre Mutter vor etwa einem Jahr abgehauen ist. Geht es dir gut? Ja, unser Leben, wie es jetzt ist, ist gut für mich. Und noch besser und noch viel besser für Emery. Rockstar Groupie sind normalerweise nicht die besten Mütter und Emery ist so ein Schatz. Wer schickt mir denn, ja. Außerdem hält dich nicht so jung wie das Nachjagen eines Kleinkindes. Ah, ich würde gerne mehr hören, wenn du immer noch am Margarita schnappen willst. Ja, lass uns gehen. Wunderschön. Oha, wir haben fast eine Stunde gebraucht. Hoppala. Da habe ich mich ja ein bisschen verrannt, würde ich sagen. Alles klar, ihr Lieben. Das war denn diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.